Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ich wieder die tolle Einleitung. Mit dabei ist einblenden. Es gab schon schlimmere Einleitungen, die ich gemacht habe. Mit dabei ist Navo. Guten Tag. Und Enno und Reaper. Also, ich kam eigentlich auf die Du Und nein, das war die schlimmste Einleitung, die du jemals gemacht hast. Oh nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, mein Herz hat kurz ausgesetzt bei dieser Einleitung. Siehst du Herzarbeit? So, nachdem wir diesen schönen Wagen haben. Das ist unser Party-Movie. Disco, Disco, Party, Party. Muss mir das Navi hier nur noch sagen, wohin? Sollten wir nicht lieber den Hügel nehmen, oder? Ist eigentlich klar. Ja, wir fahren nach links und ich denke, vom Ausguck aus werden wir einmal den Berg runterspähen, bis es so los ist bei der Chemiefabrik. Bitte nur runterspähen, nicht runterfahren. Ja, ich bitte darum. Das Auto ist zu schön dafür. Das war's mit dem Auto. Die linke Seite sieht noch gut aus. Naja. Also. So, der Ausguck ist jetzt geradeaus, nicht um die Kurve. Genau, und anhalten. Ich hab's krachen gehört. Mann, wir sind ja nicht bei der Deutschen Bahn, wo du hier oft mal Puffer hast. Was? Von hier oben müssen wir runter gucken, von oben müssen wir da hingucken. Ja. Einfach gerade runter. Also ausgucken würde ich das mit dem Kreuz hier ja nicht nennen. Das ist die Chemiefabrik. Ist ein bisschen weit weg, oder? Für Snipen? Nö. Oder geht? Das ist zu weit weg. Da siehst du keinen. Wenn unser Scharschütze da ein bisschen seine Meisterleistung hervorbringt. Wie gut können wir runterklettern? Hat jemand eine Kletterausrüstung? Ja, das passt. Das kriegen wir hin. Sollte ein paar Karabiner und Seile dabei haben. Die haben Alarm am Start. Ich schau mal, ob es hier gut runter geht. Ach da. Heilige. Ja, ist ein bisschen tricky, aber es gibt doch noch Felsvorsprünge. Und oh, ich glaube, unser Scharfschütze hat sich das Bein gebrochen. Kannst du mich mal einsam? Danke. Und ich dachte, Scharfschützen haben auch eine Bergsteigerausrüstung dabei. Nein, nein, wir haben nur einen Fallschirm dabei, weil wir müssen einfach von irgendwo oben ganz weit runter. Immer die Leute mit Höhenangst dann auch noch, ne? Hallo? Also unser Motto heute, oh Gott, wir geben entweder 0 oder 100%. Jetzt kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier nicht mehr raus? Ich würde sagen, wir treffen uns am Tal des Berges, ne? Ja. Herrlich! Okay, mal kurz außerhalb der Rolle. Wer ist das hier? Na, wo stehen bleiben, bitte? So, Blitzreise zu Navo gemacht. Funktioniert wieder. Was? Ich kann mich wieder bewegen. Ihr kommt bestimmt am Arsch der Welt raus. Nee, jetzt wo du weg bist, kann ich mich auch wieder bewegen. Was dumm. Ineinander? Oh, das ist warm hier. Das war... Keine Ahnung, wir sind halt zwischen so einem Felsenvorsprung gefallen und kamen da nicht mehr raus. Ja, wir sind in eine Ritze gerutscht und das war's. So ich schön warm. Ich hab ein gutes Plateau für Reaper gefunden. Ich bin jetzt ein paar Etagen tiefer. Ich bin, glaube ich, ich bin bei unserer Chefin. Also ich bin ein paar Etagen tiefer. Ja, genau, ich bin bei Wanda, Junge. Wir sind ein Plateau über euch quasi. Wenn ihr hast du Marshmallows dabei? Nee. Du könntest sie ja auf dein HTI vorne drauf und dann ins Feuer. Das verformt meinen Schalldämpfer. Ach. Stell dich nicht so an. Oder guck mal, was haben wir hier? Die Drohne fliegt. Bohnen. Ich hab noch einen Tango. Bohnen und Speck. Lecker. Also im Grunde sieht das Ding hier ja schon mal ähnlich aus zu dem. Ich habe einen dritten Tango. Was wir schon mal hatten. Ja. Mal gucken, wir haben zwei Leute auf dem Dach. Okay, das ist ein Zivi. Einer ist unten, geht jetzt auch, glaube ich, die Treppe hoch. Ja, geht auch aufs Dach.
3 und 2 sind zusammen. Ich hätte die 2. Okay, dann schießt ihr beide in 3, 2, 1, jetzt. Feind am Boden. Sehr gut. Er hat ein geiles Fenster zerlegt, ja toll. Negativ. Die 1 hat's mitbekommen. Das waren ziemlich laute Schüsse, nehme ich an. Negativ. Und Schalter, wo ich drauf hatte. Ja, aber... Zivilisten aus der Halle? Der Metall. Ja. Schnellmarkierung bitte für neue Feinde und dann machen wir sie fertig. Ja, ich glaube, ich habe alle. Obwohl, da war noch einer in der Halle. Kann aber auch ein Zivil gewesen sein. Vorne am Tor befinden sich noch weitere Personen. Zwei kommt auch rum. Achtung, da ist auch einer im Wald. Einer im Wald direkt bei euch da. Links von dem ja. Komplex. Jawohl. Im Wald ist schon da. Rücke vor bis zum Zaun. Ja. Ja, ich komme mit. Es gibt wieder nur einen Eingang. So, von vorne rumrennen. Ja. Obwohl doch, es gibt noch einen Seiteneingang links von dem Komplex. Ah ja, ich sehe es hier. Ich glaube, die Container sind. Ja. Ja, da sind wir. Ideal. Die 1 rennt drinnen noch rum. Das ist, glaube ich, der Einzige. Ja, ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Ist ausgeschaltet. Okay. Okay. Soweit ich sehen konnte, waren das alle, aber ich muss noch mal gucken. Das sieht nach einem Labor aus. Oh, hier ist ein Trinkautomat. Aber mal. Hier noch was Interessantes. Hier ist eine Maschine. Medizinische. Einmal Medizinvorräte. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ladung ist scharf, in Position. Ansonsten sehe ich in nichts weiter. Scharf. Okay, dann Generator sprengen. Gott. Die Ladung ist scharf. Enno? Ach da, so unten, die hast du die mal. Hier unten. Ja, ja, du hast ja den Sprengstoff dabei. Raus, wir könnten auch einfach den Schalter umlegen. Nein. Nein, wir müssen den zerstören, sonst können sie den dann wieder einschalten. Wir müssen das Ding schon Langzeit abschalten, sozusagen. Okay, dann in 3, 2, 1. Labor zerstört. Sehr gut. Oh, jetzt ist auch noch was aufgegangen. Aber nur der Feuerlöscher. Oh, wie praktisch, das Tor ist aufgegangen. Gibt leider nur eine Familienkutsche, soweit ich das sehen kann. Ripper und ich rücken vor. Gibt hier wieder Munition irgendwo? Noch nicht gesehen. Zum. Was ist das? Das war ich mit dem Geschütz. Los geht's. Moni? Schauen wir noch mal. Noch nichts gesehen. Ich brauche Mun. Ganz viel Mun. Ah, Mun. Ich habe Mun gefunden. Hast du die Kollegen aus ja. Metro 2033 gerade bei dir? Wann war, brauchst du auch Munition? Nee, das passt schon. Okay. Ich werfe einfach mit meiner Waffe und hoffe, dass die explodiert. Der kann doch gar nicht schießen, aber ich weiß gar nicht, wofür der Waffen dabei ist. Was? Oh, falsche Person, die ich anfahren will. Solltest nicht dem falschen gegen das Schema fahren. So. Mal gucken. Das ist schon mal ein guter Weg, den du nimmst. Es ist der einzige Weg. Okay. Oh Gott, hier ist Wildwechsel. Dann schön mit Fernlicht fahren und vorsichtig fahren. Hey. Oh! Ja, genau, Wildwechsel, das nennt sich Auto. Eigentlich. Nächste Gelegenheit wieder links. Oh, hier hat jemand ja fast so gut gefahren wie ich. Könnte irgendwas fallen lassen. Oh.
Mann, nicht mehr an der Fort mit dem Handy rumspielen. Da. Was war's? Oh! Hallo! Da lag was unter meinem Gaspedal. Ich weiß nicht, wollt ihr was schon zum nächsten Auftrag hören? Ja, wäre ganz gut, ne? Ja, wahrscheinlich schlecht. Also, ich kann euch das gerne mal vorlesen, was in unserem Tag da steht. Die Minenarbeiter in Villa Verde hassen es, für das Kartell zu arbeiten. Aber Santa Blanca bedroht ihre Familien, um sie auf Linie zu bringen. Fällt diese Bedrohung weg, wird das die Minenarbeiter ermutigen, ihr Werkzeug niederzulegen und den Minenbetrieb einzustellen. Entschuldige, Chefin, aber hier ist gerade eine medizinische Korrektur an einem Lebensmittelkonvoi an uns vorbeigefahren. Zu spät. Wirklich an uns vorbei? Ist denn hier an uns vorbeigefahren, aber da wir jetzt gerade im Berg unterfallen, hat sich das dann dementsprechend auch erledigt. Also mach weiter. Okay. Allerdings war er auf dem PDA bei mir nicht markiert. Bei mir ist er auf der anderen Seite des Flusses. Ja. Wir müssen doch hier nicht hin, oder? Also wenn du mal aufs Klo musst, da vorne ist auch ein Häuschen. Nicht. So. Also wir hätten hier auch neben uns noch einen Heli, ne? Also rechts, links neben uns. Wir fahren jetzt mal im Auto weiter, los jetzt. Ja, okay. Der Motor ist einmal warm, die Sitze noch ein sind Stückchen kuschelig. Du hast ein bisschen ziehen tut's. Wo ist ich hin? Doch die Türen sind nur dicht. Fenster aufmachst? Fahr so rechts so ein bisschen. Oh Gott, jetzt war ein Schuss. Zu spät noch. Du hättest nach links gemusst. Hier nach links. Musst du wenden. Ja, einmal wenden. Melde Konvoi vor uns, melde Konvoi vor uns. Ach, da hinten der LKW. Ja, okay. Ja, genau. Den nehmen wir eben. Hat er gerade Indianer gepullt? Bin mir da nicht so sicher. Oh! Oh, den haben wir. Okay, schneller Zugriff, alles hatte geklappt. Gebiet gesichert. Wir melden den Rebellen, wo der Truck mit der Nahrung markiert. Abmarsch. Sehr gut. Nehmen wir den Wagen. Der ist ja wie neu. Ja, ich denke, der ist immer noch am besten. Okay, hier vorne nach rechts über die Brücke. Wer außer mir hat uns jetzt schon im Wasser gesehen? Wieder rechts. Ich war kurz im PDA. Ja. Was passiert? Gar nichts. Okay. Ich glaube, unser Sanitäter ist nachtblind. Glaube ich so langsam auch. Dafür ist das Nachtsichtgerät. Vielleicht sollte ich ihm meine Biomaske aufsetzen. Vielleicht sieht er dann wieder aus. Hat die auch ein besseres Nachtvisier? Was ist denn rechts passiert? Sie hat ein Thermovisier verbessertes, aber das eigentliche Sichtfeld wird vor allem verbessert. Hm. Irgendwie macht unser. Rechts. Mehr taktische Information. Achso, ja. Meine Lichtmaschine macht komische Geräusche anscheinend. Nur die Lichtmaschine, nicht der ganze Motor. Ja, der auch. Also ich sag jetzt schon mal, die nächsten Kurven sind so ein bisschen serpentin. Also schön vorsichtig fahren. Huh, Schüsse. Wir werden niemals am Ziel ankommen. So wie sich das Auto anhört. Der ist noch wie neu. Vor allem nicht, wenn er hier über Stock und Stein und durch die Botanik fährt. So wie die Steuerkette hier schon noch krattert. Die springt ja doch gleich runter. Ich bin, oh Gott. Ja. Ich bin den W57er. Die ist ein bisschen einfacher. Das kann ich nicht auf unsere Reifen schießen. Erstmal ganz entspannt. Ich denke mir gerade eher, wie hast du es auf Luft draußen? Ja, der eine hört sich so an, als würden wir schon auf der Felle gefahren, aber passt schon. Nach rechts ist ein bisschen unentspannt die Kurve. Ja. Bisschen unentspannt, ja. Danke. Ist klar. Echte Kurve. Yeah. Danke für die Information. Zum Früh. Ich glaube, ich brauche ein paar Beruhigungsmittel. Oh, das schaffen wir.
Ja, die hat man wenigstens gesehen, die Kurve. Also ich hab irgendwo 90 noch so ein paar Morphium gesehen, aber... Die sind nicht stark genug. Ah. Ein paar Schlachttabletten. Wir sind doch zwei Reifen. Okay, jetzt langsamer werden. Wir sind schon in der Stadt, wo wir hinwollen. Am besten hier irgendwo anhalten, wo niemand ist. Das hat sich ja erledigt. Eieiei. Einmal geradeaus weiter. Der Wagen, ich höre Schüsse. Was sind das hier für Schüsse? Einmal nach links, wir sammeln uns hier. Shakatari hat angerufen wegen irgendwas, dass da irgendwelche Männer angreifen. Okay. Hört sich aber eher heiß an. Oh ja, wenn man ein bisschen hoch geht mit der Drohne, genau sieht man es auch. Ach, da ist unser Typ, der ist direkt bei uns. Was? Wenn ihr da, ihr seht so ein kleines Plateau bei euch. Ja. Da sitzt einer zwischen den Steinen, läuft jetzt. Ich glaube, das ist unser Kollege. Nicht das Plateau. Jetzt läuft er zur Straße unten. Ich lauf mal in Richtung Straße. Hm? Hauptstraße ist er jetzt. Ja. Reaper noch ein bisschen nach rechts. Mann, war es bei ihm. Was? Hinter dir jetzt. Ne. Das glaube ich nicht. Er musste hinter dir. Doch, das, hinter dir irgendwo muss er sein. Ja. Das ist eine klassische Fehlinformation. Hallo, wer bist du? Nee. Hallo, hallo, bitte stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! PC. Leg dir erstmal den Vorbeider um. Oh. Oh. Yeah. Ich konnte den nicht greifen. Da war kein E. Okay. Ja, hat es wahrscheinlich nur zu einem Missionsziel führen wollen. Hm. Oh, diese Schmerzen. Also da war halt echt kein E, ja. Ne? Oh, dann schießt doch nicht einfach einen ab, der nicht auf dich schießt. Keine Zivilisten töten. Weiß hat man dir in der Grundausbildung nichts gesagt? Oh Gott, wo sind wir denn gelandet? Das ist aber nicht so weit weg, glaube ich. Sehen wir am Arsch der Welt hier. Wir sind wieder vorhin lang gefahren. Wir sind genau geradeaus. Ja. Und wann wir diesmal nicht schießen? Vor allem auf den mit dem blauen Helm. Sonst kriegst du von mir ein blaues Auge. Ja, was weiß ich, denk ich denn daran, dass irgendwelche Blauhelme das sind? Der Auftrag heißt schon Minen. Oder wie heißt der genau? Minenarbeiter streiken. Na, da wirst du wohl nicht erwarten, dass hier welche mit einem Helm auftreten, ne? Also noch ist er in seinem Haus. Hier jetzt nach rechts. Ich glaube, dort sollte er auch bleiben. Seinem eigenen Wohl. Dann nach links. Der Gewerkschaftsführer. Reden wir mit ihm. Walter, du hast sogar den Gewerkschaftsführer umgelegt. Herrlich. Ja, da gibt's okay, Schlimmeres. Jetzt hier in dem Doppelsteckenhaus. Ich glaube, jetzt sehe ich ihn. Da ist er. Er wird gerade sein Süppchen um. Der sieht auch ein bisschen anders aus als vorher. Nee. Wir haben gehört, nicht? Bei mir schon. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Werde ich schon ein Sklave dieser Anarchos sein? Wenn wir das erledigen, wären Sie dann bereit, die Minen aufzugeben? Pero no pueden. Sie können nicht alle Santa Blanca-Söldner im Land umbringen. Das vielleicht nicht. Aber wir können genug ausschalten, damit Sie Zeit bekommen, mit Ihrer Familie zu fliehen. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca hat die Mine in San Marquesa übernommen. Erobern Sie die Mine und wir können uns befreien. Das werden wir. Das ist doch nicht der gleiche Typ wie gerade eben. So. Wenn du ihm die Knarre an den Kopf hältst, wird er dir mit Sicherheit nicht sagen, ja, hier, helf uns mal. Ein Stückchen die Hauptstraße runter sollen wir alle Santa Blanca-Truppen töten, die wir finden können. Schon gut, du entspannst dich, ich fahre. Mit?
Ach, ich glaube, er fährt los. Hauptstraße und dann nach rechts. Ja, danke, dass Sie den Wagen vollgetankt haben. Lass mich mal einsteigen. Schön, dass unser Sunny nicht da ist. Ja, ich sehe niemanden. Ah, da hinter uns ist auch. Okay, wir finden uns jetzt schon. Wir schalten sie aus. Links von dir waren wir in den Gebäuden und so. Wir fahren noch mal ein Stück weiter die Straße. Wir haben. Oh Gott, das ist ein Gegner. Ein Konvoi ist hinter uns. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Ich bin hier in der heißen Zone gerade. Jetzt werden wir natürlich von mehreren Seiten angegriffen. Ja, was ist denn hier los? Konvoi steht. Unidad! Unser Scharfschütze ist tot. Also, fast. Oh Gott, oh Gott. Zurück ins Auto. Ich bin down. Hilfe. Oh, Hilfe! 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 Ich hab die Nachschübe noch markiert gekriegt, bevor ich umgefallen bin. Das Hauptsache das. Hauptsache das. Wo wart ihr? Ich glaube, ich bin in einer anderen Welt wieder. Nein, du lagst oder du liegst eigentlich direkt vor uns. Du bist an uns vorbeigekachelt wie sonst was und dann, ja gut. Ich habe nichts gesehen. Wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen NPC-mäßiger verhalten als du. Wir haben uns besser getan. Das ist die perfekte Tarnung, ja. Genau. Also. Okay. So, wo muss man jetzt hin? Ich hab wir reden nochmal mit dem Typen in seinem Haus. Warum, oh, nee. Sollen wir den anquatschen? Ja, wir reden nochmal mit dem. Ja gut, mach das schon mal. Ich hab, wie gesagt, noch ein Ladescreen. Okay. Hier auf der Seite, wo wir gespawnt sind, sind die Gegner nachher. Ja. Die sehen uns ja jetzt schon. Was ist denn hier los? Ja, leider. Ah! Ich ist ja mitten im Kampf plötzlich. Nicht mehr bemannt und ich bin gleich down. Ich weiß seine Position nicht. Hello. Ich bin da ist ein Turm, Reaper. Linke Straßenseite. Wo? Hier sind eine Menge Straßen. Ah, Gott, ich blute! Oh Gott. Oh. Enno. Oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Am Straßenrand bei ein paar Fässern. Ach, da. Danke. Danke. Entdeckung. Deckung, 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 Deckung. Umgelegt. Granate. Ich melde Unidad Feindkontakte. Unidad? Ja. Unidad. Ist schlecht. Die. Muss auch gerade ein Unidad erschießen. Ist der Dom vor uns safe? Oh! Bin down. Shit. Am Turm. Ich hab den Standort leider nicht. Es kann nicht so weit entfernt sein. Ach Gottchen, ihr seid ja am Arsch der Welt. Moment, ich krieg das geregelt. Ach du Scheiße. Müsste irgendwo in diese Richtung sein. Hier, wo die campen? Hat das geholfen? Shit. Okay, ich komme mal grob in die Richtung.
bist von der unten. Turm. Du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Konvoi! Ganze Menge. Da ist ein Konvoi, ein Lebensmittelkonvoi. Granate. Oh, jetzt frisst Granaten. Ja, ich glaube auch, ich muss den ausnahmsweise mal eindecken. Weaver, deine Position ist nicht weit weg, ne? Oh, scheiße. Weaver! Weaver! Ich glaube, er ist in den Granaten gewesen. Hier sind so viele Leichen. Die sind alle weg. Oh Gott, ich liege auch fast gleich. Ich bin immer noch beim Geschütz, aber... Hast du die Position von Reaper gerade? Granate! Sagtest... Okay. Es kann ja nicht so weit weg sein. Aua, 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 ich werde angeschossen. Okay. Moment, so weit kann Reaper nicht weg sein. Hat geholfen? Okay. Ich hab nämlich... Alter, ich höre es nur explodieren. Versucht da irgendwie zurückzuziehen. Ja. Ich bin in ein Haus geflüchtet. Ich bin im, auf der ersten Etage der vom Turm. Ich nehme mir jetzt ein Auto. Ich bewege euch, wenn möglich. Da ist übrigens ein Helikopter, der könnte vom Scharfschützen gut abgeschossen werden. Danke. Eieiei. Ich hab keinen Helikopter gesehen. Siehst du einen? Ich sehe noch einen. Direkt vor mir im Himmel. Zum Mondschaft links. Genau der. Was? Den hast du doch erwischt. Ich soll schon sagen. Hast wahrscheinlich nur irgendwas am Heck erwischt. Noch ein zwei von jeder Fahrzeuge kommen. Bewegt euch da, wenn möglich, weg. Wo ich könnte. Da wo wir ins Dorf reingegangen sind. Ladung ist scharf, in Position. Ah, genau, das mache ich jetzt auch. Achtung, Wanda, du läufst genau auf dich zu. Ja, das ist ja unser Plan. Das ist nicht so schlimm. Lass die ran. Alle Fahrzeuge ausgeschaltet. Okay, dann. Okay, dann genau in die entgegengesetzte Richtung der Hauptstraße folgen. Alter, ich weiß jetzt nicht, was hier entgegengesetzt ist. Hier ist auf jeden Fall eine Menge tot. Nach links. Bergab. Genau. Leeseitig. Hier sind aber immer noch genug Leute, die Stress machen. Das ist egal. Wir wollen erstmal weg. Oh Gott, ich werde gesehen. Ich hab hier noch Nachschübe. Versuch irgendwie abzubiegen, Mann. Unser Kollege rennt hier auch irgendwo zwischen den Häusern rum. Nicht sein Ernst. Okay, ich brauche mal gerade eure aller Position. Bin weit hier hin. Ah, ich sehe dich, ja. Overwatch, Scharfschütze. An dem Geschütz, wo vorhin lag. Okay. Ich bin hinter euch auf der Straße. Okay. Oh. Und also das Geschütz schießt selbstständig. Ich versuche den Bauarbeiter zu kriegen. Oh Gott. Ich hab Angst vor diesem Geschütz, ich hau eher ab, das schießt selbstständig. Wann war? Was ja, haben wir über Sprengstoffe gesagt? Das war nicht mein Sprengstoff. Da war so eine Granate? Okay. Ja, ja, das war gar nichts von mir. Ich höre irgendwelche Stimmen. Wären Sie dann bereit, die Minen aufzubauen? Das war wohl nur unser Schlag. Sie können nicht alle Santa Blanca Söldner im Land. Ja. Das vielleicht nicht. Ja, da geht's gut. Aber wir können genug ausschalten, damit sie Zeit bekommen, mit ihrer Familie zu fliehen. Santa Blanca hat die Minen San Marquesa übernommen. Erobern Sie die Mine. Und wir können uns befreien. Das wird. Verstanden. Gordo unterwegs. Buena suerte. Klick, klick. Okay. Okay. Feindpositionen werden weitergeleitet. Ja, ist gleich weg. Ich hab immer viel Schuss. Wir waren schon wieder angegriffen. Ich seh doch da gar nicht. Aber der jetzt ist er tot, wer da drin war, auch immer. Ja,
Ich brauch Munition. Ich hab gar nichts mehr. Ich kann nur noch hier mit meiner SMG. Fast genauso. Wenn wir die Straße da hochgucken und dann so ein bisschen nach links, da sollten alle Leute sein, die wir töten sollen. Oh, noch mehr töten. Wunderbar. Nur damit ihr Bescheid wisst, worauf ihr achten müsst. Naja. Gibt's irgendwelche uns? Wow. Im Berg hoch sind ein paar Leute, direkt auf der linken Seite. Im Haus auch. Ich bräuchte Informationen vom Overwatch. Ah, perfekt. Achtung, hinter euch. Steht danke. Links, genau. Kannst du noch auch eine. Ausschau halten nach Munition? Kann ich machen. Achtung, bei der 2 ist einer jetzt als 1 markiert, der das Geschütz bedient. Wow, ich hab noch nie was explodieren. Da kommt ein Auto. Unidad-Fahrzeuge nähern sich. Ja, als 1 markiert Unidad-Fahrzeug. Das Schütze ist zumindest schon mal fertig. Aber. Ich glaube, es ist ruhig. Geht aber meine Durchschnittsmunition. Nein, da ist noch einer. Ich glaube, noch einen weiteren gesehen zu haben. Ja, beim Geschütz. Oben am Geschütz. Du machst doch nichts. Okay. Haben wir irgendwo Munition, weil mir meine Durchschlagsmunition vom Sniper Rifle gilt. Ich hab auch keine gesehen, ich hab nur noch die SMG. Besen rein. War ganz schön stressig. Halt auch nicht. Wenn die Schießerei nicht passt, der geht zur Entwicklungshilfe. Bei der zweiten Etage. Ein negativ, nichts. Oh fuck, das ist zu tief. Schaffst du es? Hast du es geschafft? Ja, ich guck mir gerade an, was du für merkwürdige Verrenkungen machst. Hab Munition gefunden. Genau. Bei dem zweistöckigen Gebäude, wo unsere Kollegen gerade sind, unsere Freunde, wo das Geschütz oben auf dem Berg ist. Ja, wenn ihr, gerade. Da, wenn ihr da den Weg weiter folgt, da ist ein Gebäude, was eine Mauer außenrum hat. Mhm. Oh. Unidad, getroffen. Wenn oh, ihr Scheiße. Da reingeht, am Sportwagen vorbei. Mhm. Das Schütz am in der Garage, also bei dem Unterstand da. Ach da, oh, danke. Oh. Okay, dann muss ich ganz schnell mal zu unserem Scharfschützen, glaube ich. Ich. Ah, nein, nein, alles gut. Ich fahre. Nein! Oh! Gottes Willen! Was passiert? Ich bin auf dem Weg. Unseren Kollegen hier aufhelfen? Ach du Scheiße! Was machst du denn schon wieder für Scheiße? Ja, der, also das konnte ich nicht sehen. Ja, die müssen gut, hier so einen Spiegel ja aufstellen. Ich dachte, das ist der losgefahren? Und ich würde gerne Speicherkartenwechsel hier drin machen. Ach Mann. Haben alle gesammelt? Alle hier? Ja. Mhm. Okay. Also halbwegs. Nach diesem actionreichen Part und ziemlich viel Schießerei. Begeben wir uns zurück ins Zelt. Und bis dahin, hört's gut und schaut wieder rein. Tschüss. Ciao.